ich komponiere einfach, weil ich es nicht lassen kann. Ich stehe in der Früh um 4:30 auf und gehe abends mit meinen Noten ins Bett und komponiere im Grunde rund um die Uhr. Und das ist mein Lebensinhalt und auch mein Lebenselixier. Und dafür komponiere ich. Hatte ich mit einem eigenen Werk. Ich hatte über die Schöpfung ein Mosaik von Antje Teschemenzen, das sie gemacht hat für die Katholische Akademie in Schwabing. Da hatte ich ein Stück geschrieben für Solovioline, Sänger, Schlagzeuger, Harfe. Und das hat damals gesungen, eben die Sinfoniker, die Franziska Strohmeier und die Gruppe Dramaturgia mit der Harfenistin Irmgard Kozawski. Und das war für mich ein unglaublich schönes Ereignis, wenn man dann plötzlich sieht, wie ein Werk, ein Werk der bildenden Kunst, das man lieb gewonnen hat, dann plötzlich durch Musik wieder neues Leben gewinnt. Und das ist wunderschön. Und das wird auch in ganz anderer Form dann am 27. Oktober wieder zu hören sein. Das Einzige, was ich kochen kann, sind Wiener Würstchen. Die schmecken jedes Mal anders, weil ich meistens vergesse dann, das Wasser abzustellen. Aber ganz egal, dann schmeckt es mir erst recht gut. Ich komponiere, da ich ja früh beginne, meistens um 4:30, im Schlafanzug noch. Und abends, wenn ich ins Bett gehe, schon wieder im Schlafanzug und dazwischen im Hausanzug. Also ich brauche es ganz gemütlich für mich, ganz heimelig. Und da kann man nicht, wie manche Komponisten, im dunklen Anzug mit Fliege rumlaufen. Das geht nicht. So wie ich in Griechenland leben darf und meine Frau zwischen 90 und 95 ein Haus gebaut hat, und zwar auf einem Berg am Meer. Und das ist genau das Ideale.